Also ja, ich bin der Erwin Steinhammer, auch bei Epicenter Works aktiv und werde jetzt über Framing in der Netzpolitik sprechen. Und dazu beginne ich am besten mal mit einem Beispiel, das... Was? Besser? Okay, gut. Und dazu beginne ich mal mit einem Beispiel, einem politischen Beispiel, das am ersten Blick eher ungeframed wirkt. Das ist der Magister Harald Stephan von der FPÖ und der hat gesagt, wenn das Verfahren gegen Griedling eingestellt wird, ist Griedling schlicht weitere 5 Jahre bestellt. Soweit die Tatsachen und dies hat mit Hintergehen rein gar nichts zu tun. So. Der Griedling ist der Chef des österreichischen Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung und der Magister Harald Stephan von der FPÖ hat das in einer OTS-Aussendung so geschrieben. Und doch hier ist auch Framing drinnen, nämlich das Rein und das Klar, es ist sogar noch mehr Framing drin, auf das werde ich mich jetzt beziehen. Und zwar liegt es daran, dass wir gute Dinge eindeutig mit Reinheit identifizieren und schlechte Dinge mit Schmutz. Man hat in einer wissenschaftlichen Studie 2 Gruppen gehabt und der einen Gruppe hat man gesagt, sie sollen an eine gute Tat denken, die sie mal vollbracht haben und der anderen hat man gesagt, sie sollen an etwas moralisch Verwerfliches denken, was sie getan haben. Und dann hat man den beiden Reinigungstüchern hingestellt, also so Handreinigungstücher. Und die an eine schlechte Tat gedacht haben, haben zu 75% zu diesen Tüchern gegriffen und die anderen nur zu 37,5%. Und das Interessante daran ist eben, dass es keine neutrale Sprache gibt, denn wir denken immer in Metaphern und im Falle von Gut und Schlecht eben oft in dieser Reinheitsmetapher. Es gibt auch andere Metaphern, in denen wir hier denken. Und man kann einen Text eigentlich nicht neutral formulieren. Wie funktioniert Sprachverarbeitung überhaupt? Unser Gehirn ist ja ein Netzwerk. Und umso öfter man selbe Begriffe miteinander erwähnt, umso stärker werden die im Gehirn miteinander verbunden. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt das WLAN-Symbol sehe und ich höre immer, das ist WLAN, dann werde ich das immer mit WLAN verknüpfen. Wenn ich dann nur höre WLAN, dann wird in meinem Gehirn auch irgendwo im Hintergrund das WLAN-Symbol abrufen, weil alles, was wir hören, simulieren wir gleichzeitig auch in unserem Gehirn. Das geht jetzt nicht nur um Objekte, also nicht nur, wenn ich von einem Sessel gehört habe, dass ich dann auch an den Sessel denke, sondern auch, wenn ich vom Gehen etwas höre, werde ich auch mir vorstellen oder beziehungsweise nachsimulieren im Gehirn, wie es ist, selbst zu gehen. Also wenn wir über etwas sprechen oder etwas hören, dann simulieren wir es automatisch im Gehirn. Und wenn wir das Simulieren im Gehirn beziehungsweise gehört haben, dann werden diese Verbindungen nochmals verstärkt. Und das wird dann vor allem im Politischen relevant, weil umso öfters wir eine Falschaussage zum Beispiel hören oder ein gewisses Framing, umso mehr werden wir in diesem Frame über diesen Gegenstand denken. Das Gleiche passiert übrigens auch bei abstrakten Dingen, weil unser Denken fasst sich nur aus der realen Welterfahrung, die wir eben aus der realen Welt kennen. Das heißt, etwas Abstraktes, dafür brauche ich diese Metaphern. Wie eben zuvor mit Gut und Böse und der Reinheit, so gibt es da zahlreiche Beispiele. Hier habe ich eins herausgegriffen und zwar Datenschutz ist ganz leicht. Warum ist es leicht? Weil es ist ja jetzt nicht weniger schwer, hat ja nicht weniger Masse oder mehr Masse, sondern es ist leicht, weil es einfach ist, Datenschutz. Und über diese Metapher kann man den Datenschutz, also Datenschutz ist ganz leicht, wie es da oben steht, und das bilde ich auch ganz schön, weil die Grafik das nochmal zusätzlich unterstützt mit den Ballons, erlaubt es einem eben darüber zu denken, dass Datenschutz ganz leicht ist. Ich habe mir das dann da mal zunutze gemacht, und zwar hat die österreichische Regierung ein Datenschutzgesetz erlassen, und dieses Datenschutzgesetz
ging normalerweise zuvor, also bei uns sieht das so aus, dass die Regierung das in die Begutachtung schickt, da gibt es eine Frist, nach dieser Frist schickt sie es ins Parlament. Hier hat sie aber schon das Gesetz, bevor die Frist aus war, ins Parlament geschickt und ich habe mir gedacht, ja, wie kann ich das jemandem begreiflich machen und bin dann auf den Satz gekommen, eben vorzeitiger Gesetzeserguss, weil das muss der Regierung doch peinlich sein, wenn die ein Gesetz zu früh ins Parlament schickt. Ja. Und auch über abstrakte Konzepte denken wir ähnlich. Das Internet stellen wir uns zum Beispiel als Netzwerk vor, als Web, aber auch als freien Raum, als Open Space. Und manche stellen sich das Internet als rechtsfreien Raum vor. Gleiches ist übrigens mit dem Staat. Hier hat man wissenschaftliche Studien durchgeführt und man ist draufgekommen, dass sich unsere Staatsbilder von unseren Familienbildern ableiten. Das bedeutet, Menschen, die eher einen rechten Staat wollen, also einen mit einem starken Führer oder ähnliches, kommen meistens aus einer strengen Familie, wo der Vater der Chef ist. Und Menschen, die links ausgerichtet sind und dafür sind, dass es Parlamentarismus gibt und ähnliches, kommen meistens aus einem fürsorglichen Familienmodell. Wir alle haben aber, aufgrund von Freunden, aufgrund von anderen Sozialisierungen, auch das jeweils gegenüberliegende Familienbild irgendwann vermittelt bekommen, beziehungsweise die wenigsten Familien strikt einem dieser Familienbilder ausgerichtet sind aus einer Mischform. Und darum gibt es zum Großteil die Biconceptionals, wie man sie in der Wissenschaft nennt, oder auch die Mitte landläufig genannt. So. Und wie wir über diese Dinge denken, verändern auch unser Handeln und nicht nur, wie wir darüber denken. Man hat eine Studie durchgeführt, bei der man einer Gruppe einen Text gegeben hat, wo viel über Rente, alt, grau, vergesslich, sentimental und faltig drin stand. Und der anderen Gruppe hat man einen, unter Anführungszeichen, neutralen Text ohne solche Altersbezüge vorgelegt. Und da hat man den Leuten gesagt, ja, jetzt ist der Test vorbei, jetzt könntest du da rausgehen zum Lift und nach Hause gehen. Tschüss. Und dann hat das Experiment erst angefangen, nämlich man hat mitgemessen, wie schnell die Menschen gehen. Und die, die vom Alter gelesen haben, sind viel langsamer gegangen als die, die den halbwegs neutralen Text hatten. So. Wenn ich mir dieses Bild hier ansehe, also Framing basiert nicht nur in der normalen Sprache, sondern auch bei der Bildsprache. Und wenn ich mir dieses Bild hier ansehe, Brand hinten, das sieht fast aus wie Krieg, wie Aufruhr. Das sieht nicht gut aus, da bekomme ich kein gutes Gefühl bei diesem Bild. Und das wird dann von unseren Medien, das war damals zum Akademikerball, so benutzt und man sieht schon die Ähnlichkeit dieser beiden Artikelbilder. Das eine war ein wirklicher Anschlag in Brüssel und das andere eben nur eine Demonstration. Und das führt wiederum dazu, dass es die Metapher des starken Manns, der für Recht und Ordnung sorgen muss in Wien und dafür braucht er unsere Überwachungsmethoden. Aber der Herr Kickl, unser Bundesminister für Inneres, liefert auch andere schöne Bilder, wo man ihn mehr als Spitzbuben hinstellen kann, als klein. Man könnte also durchaus Gegenframings dazu entwickeln. So. Welches Bild, glaubt ihr, erkennt man schneller? Also ich kläre euch auf, es ist kontextabhängig. Wenn ich zuvor von schlechter Sicht lese, werde ich eher das gekörnte Bild erkennen, das ein bisschen wie Nebel aussieht. Und das andere werde ich eher erkennen, wenn ich von klarer, guter Sicht spreche. Das hat man in der unten angeführten Studie auch festgestellt. Also Sprache verändert auch, wie wir sehen, wie wir die Welt wahrnehmen, beziehungsweise wie leicht wir sie wahrnehmen. Und das war jetzt im Grunde Framing. Framing, wie ich schon zu eingangs gesagt habe, man kommt nicht ohne aus. Es werden immer, je nachdem, welche Bilder man projiziert, gewisse Aspekte eingeblendet und gewisse Aspekte ausgeblendet. Das ist wie mit dem Glas, das entweder halb leer oder halb voll ist. Man hat diese beiden Sprüche,
der Eingriff hat ein 10%iges Sterberisiko oder der Eingriff hat eine 90%ige Überlebenschance, an Gruppen ausgetestet. Und obwohl es faktisch das Gleiche ist, haben die mit der 90%igen Überlebenschance wesentlich häufiger sich für den Eingriff entschieden. Und um Perspektiven einblenden, das kann man eben dann in der Politik auch ganz gut machen. Die Regierung framed das Sicherheitspaket eben als Sicherheitspaket. Peter Pilz hat es als Hochsicherheitsstaat benannt. Das fand ich ganz interessant, weil das ruft diesen Hochsicherheitstrakt mental hervor und macht es ein bisschen fühlbar und greifbar, wie das ist, in einem Gefängnis zu leben und wie die Freiheit beschnitten wird. Und wir bei Epicenter Works haben uns damals entschieden, dass wir es Überwachungspaket nennen. Das kommt dann auch in den Medien durch. Und zwar gab es zum Überwachungspaket damals die große Begutachtung, wo 9000 Stellungnahmen kamen und der ORF hat gesagt, ja, es ist durchgefallen, 9000 Stellungnahmen zum Sicherheitspaket. Also das Sicherheitspaket ist durchgefallen, weil 9000 kritische Stellungnahmen im Begutachtungsverfahren eingetroffen sind. Und vor kurzem hat Werner Amon das Sicherheitspaket deswegen als bestbegutachtetes Gesetzeswerk bezeichnet. Es kommt auch auf die Reihenfolge drauf an, wenn wir zuerst von der Anna lesen, die intelligent, fleißig, impulsiv, kritisch, eigensinnig und neidisch ist, bekommen wir ein anderes Bild von ihr, als wenn wir vom David lesen, der neidisch, eigensinnig, kritisch, impulsiv, fleißig und intelligent ist. So hat man eben auch nachgewiesen, dass die ersten Frames das Bild stärker prägen als die letzten Frames. Und da haben wir das Forum Informationssicherheit, das macht das ganz gut mit gläserner Staat statt gläserner Bürger. Das Forum Informationssicherheit, Informationsfreiheit ist eben für Transparenz in staatlicher Verwaltung da und darum ist der gläserne Staat viel wichtiger. Aufpassen muss man jedenfalls mit Negierungen. Atmet nur unbewusst, dann werden jetzt die meisten gerade anfangen, bewusst zu atmen. Und bedenkt nicht an eine rote Hüpfburg, werden wir uns sehr schnell vorstellen, wie eine rote Hüpfburg aussieht. Und das ist deswegen wichtig, weil Negierungen, genauso wie das normale Framing, wenn wir darüber hören bzw. darüber so sprechen, dieses Framing wiederum stärken. Da gibt es das Beispiel mit Donald Trump, der was über die Fake News gesprochen hat und dann haben die Medien einen großen Fehler gemacht und haben die Fake News nochmal übernommen und zwar is not fake news. Und damit haben sie diese Negierung drinnen. Wir Techniker und Technikerinnen sprechen oft von, es gibt nicht die digitale Welt. Viel besser wäre es, wenn wir ein alternatives Konzept anbieten würden oder das alternative Konzept präsentieren würden, dass eben Technik oder dass die digitale Welt nur ein Teil der Welt ist oder eine Ergänzung und, beziehungsweise mit ihr verwoben. Zum Abschluss möchte ich noch ein Zitat präsentieren, nämlich was, wenn der rationale Mensch nur Pressesprecher seines Instinkts ist, denn wie wir gesehen haben, können Framings eben unsere Handlungen steuern und die bekommen wir oft gar nicht bewusst mit. Und ein Pressesprecher ist normalerweise da und präsentiert Entscheidungen, bei denen er nicht mitgewirkt hat, von denen er nicht weiß, warum die zustande gekommen sind und muss die eben öffentlich verteidigen. Und darum ist vielleicht der bewusste Mensch nur der Pressesprecher seines Instinkts. Danke, Erwin. Die erste Frage. Warte auf das Mikrofon. Also zuerst einmal, ich habe ein bisschen ein Problem mit deiner Aussage, von wegen, dass man nicht negieren soll. Einerseits, weil ich Studien dazu kenne und die sind widersprüchlich. Andererseits aber das Beispiel, das Beispiel, mit dem du es erklärt hast, ist ein recht triviales. Wenn ich dir sage, denk an irgendwas oder denk an das Gegenteil von, du denkst zuerst an das Konzept, weil du in deinem Hirn eben genau diese Assoziation zuallererst auslöst. Wenn ich dir jetzt aber zwei Konzepte vorstelle und sage, das eine ist nicht das andere, keine Ahnung, die FPÖ ist nicht rechts, dann kann ich das natürlich bewusst unterscheiden. Deshalb. Dazu ist zu sagen, man kann es bewusst unterscheiden, das stimmt. Es fällt einem nur schwerer, es zu unterscheiden. In den Studien, die man dazu gehabt hat, waren es eben so, dass man länger gebraucht hat, es zu unterscheiden, aber nicht, dass man es nicht unterscheiden konnte. Gut, noch mehr Fragen?
Ist ein schwieriges Thema, aber. Gut, dann nochmal einen großen Applaus für Erwin. Vielen, vielen Dank.